Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich mit dir einen Eukalyptusbaum malen. Wir sind nämlich auf einer kreativen Weltreise nach Australien. Und während der Weltreise erkunden wir natürlich alles, was mit Australien zu tun hat. Die Natur, die Tiere, das Essen, die Getränke. Ja, und heute sind wir eben bei einem Eukalyptusbaum gelandet. Bevor ich dir jetzt zeige, wie wir diesen auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise mit etwas ungewöhnlichem Material malen, bitte abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und klick auf den Like-Button. Vielen Dank dafür! Neben deinem Aquarellfarbkasten, ein paar Pinseln, sauberem Wasser brauchst du dafür auch noch Backpapier und Frischhaltefolie. Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, aber ich werde dir in ein paar Minuten zeigen, was man damit Tolles in so einem Projekt machen kann. Zunächst einmal mische ich mir ein paar Brauntöne für dieses Projekt. Ich brauche natürlich für den Stamm und die Äste verschiedene Brauntöne. Und wie immer bei den Wasserfarben, also beim Aquarell, starten wir mit sehr hellen Farben und fügen später ein paar dunklere Bereiche hinzu. Ja, und je mehr Wasser ich da natürlich reinmache, desto heller wird das Ganze. Und das ist jetzt auch hier der Sinn. Ich möchte schon in die richtige Richtung gehen. Das heißt, ich habe ein bisschen dunkleres Braun hinzugefügt. Aber im Großen und Ganzen soll das erstmal ganz, ganz hell bleiben. Und ich skizziere erst einmal einen Stamm und ein paar Äste für meinen Baum. Einem etwas dunkleren Braunton, aber immer noch ganz, ganz viel Wasser, werde ich hier ein bisschen konkreter und füge noch eine Schicht hinzu. Und dann kommen wir auch schon zu den Grüntönen. Dafür mische ich jetzt hier verschiedene Grüntöne an und du siehst auch, ich nehme verschiedene Farben. Also einmal natürlich die verschiedenen Grüntöne, die hier im Farbkasten enthalten sind, aber man kann auch prima ein bisschen Gelb hinzufügen und natürlich sogar Blau, nämlich Gelb und Blau gibt ja Grün. Also das bleibt dir natürlich überlassen. Du kannst hier ein bisschen mit rumspielen, versuch in einer Richtung zu bleiben, in einer Palette zu bleiben. Das heißt, wenn du Gelb nimmst, nimm auch dazu passend das Grün, das du vorher genommen hast. Weil dann hast du es einfach ein bisschen heller oder ein bisschen gelblicher. Ja, und jetzt kommt auch schon der spannende Teil. Jetzt nehmen wir nämlich unser Backpapier. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, was wir damit machen, also erst einmal wird das Ganze zerknuddelt, so dass es in deine Hand passt, dass es gut in deine Hand passt. Denn wir nehmen jetzt die Farbpalette mit den verschiedenen Grüntönen und tupfen die Farben, also die erst einmal den einen Grünton und dann natürlich die anderen, einfach in unseren Baum rein. Ja, also das ergibt hinterher die Blätter. Und du siehst schon, das gibt eine ganz eigenwillige Struktur und das sieht hinterher, wenn das Ganze dann mal getrocknet ist, richtig schön aus. Aber wir fügen noch ein bisschen mehr hinzu, damit du wirklich den Unterschied zum normalen Malen mit Wasserfarben oder mit Aquarellfarben sehen kannst. Sobald du nun mit deinem Backpapier genug
Blätter oder Bereiche, an denen Blätter sein sollen, hinzugefügt hast, nehmen wir jetzt die Frischhaltefolie. Ja? Du kannst immer noch ein bisschen darauf rumklopfen, dann kannst du das sparkelt so ein bisschen. Ja? Da gibt es dann so ein paar Punkte. Aber dann nehmen wir auch schon die Frischhaltefolie. Und jetzt wird es eigentlich ganz lustig. Du nimmst einfach ein paar Stücke von der Frischhaltefolie und packst darin deinen Baum ein. Ich nehme jetzt von denselben Grüntönen und füge unten noch ein bisschen hinzu, einfach, dass ich noch so einen Untergrund habe, auch ein bisschen grün, nämlich der Baum steht natürlich auf einer Wiese. Und dann kommt auch da noch ein bisschen Frischhaltefolie drauf. Ja, es gibt hinterher einen tollen Effekt, das verspreche ich dir schon mal. Jetzt heißt es geduldig sein und einfach 2 Stunden warten oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Guck zwischendurch mal, ob deine Farben schon trocken sind. Und wenn du das Ganze dann abziehst, dann siehst du schon mal, dass es einen ganz tollen Effekt ergeben hat und wirklich ein bisschen aussieht wie, ja, wie diese Puschel der Eukalyptusbäume. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter. Ich mache das Ganze nämlich nochmal. Ich füge jetzt noch ein bisschen Farbe hinzu. Das heißt, ich werde ein bisschen konkreter und nehme ein bisschen mehr Farbe. Ich sage hier immer ein bisschen, weil es wirklich, ja, du musst da so ein bisschen Gefühl für entwickeln. Also etwas mehr Farbe und dann nochmal mit dem Backpapier rein und nochmal drüber tupfen. Ja, und wieder warten. Während der obere Bereich ein bisschen trocknen kann, gehe ich jetzt unten nochmal mit dunklerem Braun rein. Ich nehme wieder verschiedene Brauntöne, mische die auch ein bisschen, dass sie dunkler werden. Und dann gehe ich da nochmal rein, um ein bisschen konkreter zu werden. Also du siehst schon, dass es mehr Farbe am Pinsel ist. Und dann gehe ich da nochmal drüber und dann wird das Ganze auch etwas dunkler und bekommt schön verschiedene Schattierungen an den Ästen. Ja, das war es dann auch schon von mir für heute mit unserem Eukalyptusbaum in Aquarell. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!